den Bildern noch einen der größten Adler, die wir hier im Donaudelta haben. Das ist der Seeadler. Ja, das ist ein wunderschöner Vogel mit über 2,5 Meter Spannweite und der größte Raubvogel zurzeit, den wir noch in Rumänien haben. Dann kommt der Steinadler, das ist der nächste. Haben wir einen bestellt? Nein, aber wir haben einen Seeadler haben wir bestellt, er wartet doch. Aber ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle. Das ist ein wenig verschieden. Das ist jetzt, wenn wir konkret werden, dann müssen wir sagen, dass wir morgen weniger Chancen haben für den Seeadler. Das kann sein, denn Seeadler sind dort, wo wir sehr alte Bäume haben, wo sie ihre Nester machen. Ja, aber ich glaube, ich bin schon ein wenig zu weit weg von dem Thema. Das sind Bilder aus dem Donaudelta, aus dem Biosphärenreservat. Ja, und ein Biosphärenreservat ist ein großflächiger Teil unserer Erde, der geschützt wird und der bestimmte Regeln hat. Jedes Biosphärenreservat hat einen Gouverneur. Und der sorgt, dass alles recht geht. Natürlich ist nicht alles in dem Reservat streng geschützt. Es sind verschiedene Zonen im Reservat. Das Biosphärenreservat Donaudelta hat 50.000 Quadratkilometer, umfasst das Donaudelta und die Lagunen, die Seen. Südlich des Donaudelta, also den Rasensee, bis die neue See, da ist etwa die Grenze. Sagen wir, die Festung Kistria liegt im Süden des Biosphärenreservats. Im Biosphärenreservat sind natürlich Kernzonen, das sind im Donaudelta 20 Stück. Das sind also 20 streng geschützte Flächen. Und sind etwa ein Zehntel von der ganzen Fläche des Biosphärenreservates. Rundherum um die Kernzonen sind Bufferzonen, also Zonen, die einen Übergang schaffen. Und so können wir in einem Biosphärenreservat die Fauna und die Flora schützen und die ganze Landschaft dazu. Il punto che aveva vinto il Nimba Romana, così chiamava le fotografie del Delta Dunari, sono fotografie delle parti biosfere del Delta Dunari, hanno spiegato in che si compone una riservazione a biosfere, dove sono zone strict protegate, a seccia parte di superfatta dalla Delta, non coprinde riservazione a biosfere, non coprinde numai Delta Dunari, ci coprinde ci lacuri litorale, care sunt lagunele care sunt în sudul Deltei Dunării, respectiv lacul Rasen, până la Sinoi, în jos. Să spunem, în limita de sud a rezervației biosferii se găsește cetatea Istria, care cu siguranță o va cu toți, doar așa ca să o au de unde se întinde. Dar am spus la început, dacă un artist vede cu ochiul propriu natura și o lucrează altfel, eu mă folosesc de ochiul de ultru, adică este obiectivul aparatului de fotografiat. Nu spun acesta întâmplător, fiindcă există un obiectiv care are acest nume, care este un obiectiv care ne dă imagini foarte clare. Nu este ușor să fotografiezi un pelican ca să, în așa fel ca să-i mai vezi ochiul, sau să vezi cum el tocmai se ridică de pe suprafața apei. Și, bineînțeles, că un aparat de bună calitate sau un obiectiv de bună calitate este o condiție ca să puteți să faceți asemenea fotografie. Zu den Bildern selbst möchte ich nicht viel sagen. Es sind hauptsächlich Vögel und ich möchte die also, wenig, also nicht nennen, um
ist der Storch, der altbekannte Storch der Netzfamilie, der Pelikan, darunter die kleine Collage mit dem Seeadler. Das ist ein Pärchen sozusagen. Und mit dem gerade die das eine Tier ablegt. Und dann haben wir auf der anderen Seite Pelikane, das sind das Symbol des Donaudeltas. Wir haben im Donaudelta zwei Pelikanarten. Das ist der rosa Pelikan und der blaue Pelikan. Die beide. Und Pelikane können nicht tauchen, sie können nur schwimmen. Deshalb können sie auch nur fischen, soweit der Schnabel, soweit die Länge des Schnabels reicht. Sie fischen oft gemeinsam mit dem Kormoran. Der Kormoran ist ein hervorragender Taucher und der erwischt sozusagen nach der Schnabellänge des Pelikans und profitiert von der Fangen, die sie auslösen. Und es zirkulieren natürlich viele Legenden über die Fischmenge, die ein Pelikan verzehrt. Es gibt Legenden, wo sie sagen, dass ein Pelikan ein 12 Kilo schweres Kasten verschlingen kann. Das stimmt nicht so. Kann das einfach mal die Dimensionen abgeben. Aber ein Pelikan.